melden uns zurück hier im Mercure Hotel Moa Berlin zum Boxing Day, dem Tag des Boxens. Bei mir nach wie vor Trainerlegende Uli Wegner und auch Arthur Abraham ist zu uns gekommen. Und wir wollen jetzt über euer ganz besonderes Verhältnis erstmal reden, das ihr zueinander habt. Ihr habt schon gesagt, wie ihr euch kennengelernt habt. Arthur, dann dein Start in die Karriere, der war ja auch nicht ganz alltäglich. Also du kamst in dieses Gym als Sparringspartner, hast du schon erzählt. Und wusstest du von Anfang an, ich werde Weltmeister, oder wie war das für dich? Ich denke, jeder Leistungssportler hat ein Ziel, Weltmeister zu werden. Und ohne ein Ziel lohnt sich nicht zu trainieren. Das war ein Ziel, aber ich habe davon geträumt. Und mein Traum hat mein Trainer wahrgemacht. Und 10. Dezember 2005 bin ich Weltmeister geworden. In 2 Jahren, 4 Monaten als Profi. Das war sehr, sehr schnell. Aber wir haben auch sehr viel trainiert. Unser Trainer hat uns beigebracht, wie wir trainieren. Und dann jeden Tag haben wir trainiert. Ich habe in einem Jahr 13 Kämpfe gemacht. Das werde ich niemals vergessen. Jetzt machen wir 3 Kämpfe. Früher haben wir, weil da waren keine Weltmeisterschaftskämpfe. 13 Kämpfe habe ich in einem Jahr gemacht. Und dann schnell haben wir uns qualifiziert. Und dann bist du unter Top 50, dann unter Top 20, dann unter Top 10, dann unter Top 5. Also du musst immer gewinnen, dass du runterkommst. Dann bist du Nummer 1. Wenn du Nummer 1 oder 2 bist, dann kannst du gegen den Weltmeister boxen. Und so war das. Und haben wir das geschafft irgendwie. Uli, jetzt kommt also mit Arthur ein Junge bei dir ins Gym mit seinem Bruder zusammen und sagt, wir wollen Weltmeister werden. Wir fangen an als Sparringspartner. Du hast gesagt, du hast Talent gesehen, aber ist er ein Beispiel dafür, dass wirklich jeder, der es genug will und sportliches Talent hat, auch es ganz weit bringen kann in diesem Sport? Wenn das so einfach wäre. Ja, gut. Ich muss sagen, ich habe wirklich weiter gedacht. Ich meine, sein Bruder war vielleicht noch talentierter als Arthur, sage ich immer wieder. Er braucht nicht denken, weil es mein Freund ist. Wir haben ein sehr freundliches Verhältnis. Ich muss sagen, sie haben sich angepasst. Und er hat ja einfach eine relativ gute Amateurlaufbahn gehabt. Zwar keine klasse Leute geboxt. Und ich habe mir sein Startbuch angeguckt und wusste ich, wo ich dran war. Er hat nicht viel verloren gehabt, aber ich wusste auch, wo Ecken und Kanten sind. Ne? Deshalb mache ich an und für sich immer, dass ich Analyse mache. Ja, sagen wir mal so, wir wissen das im Profigeschäft. Hier geht es um Weltmeister zu produzieren. Sonst kriegen wir keinen Fernsehvertrag. Siehst du, guck mal, du wirst schon wieder ausgegongt hier. Was sagst du denn zu einem Zeitnehmer? Soll die Schnauze halten? Ja, das ist. Und ich habe gewusst, dass er es schaffen könnte. Ne? Das war mein Ziel und wie er das schon gesagt hat: Sportler und Trainer müssen ein gemeinsames Ziel haben. Und da muss man rangehen. Wir hatten eben die Möglichkeit, entsprechend durch ein Training die Qualität zu holen. Aber wir brauchen auch immerhin Manager, der Verbindung hat und der uns das so organisiert, dass wir die Qualitäten der Sportler zum Tragen bringen. Da zum Manager habe ich jetzt gerade noch mal eine Frage. Wir haben ganz kurz das Bild gesehen, wo du diese Mütze auf hast. Wer ist denn auf die Idee mit dem Schlumpfboxer gekommen, um Himmels Willen? Ich glaube, da war Herr Sauerland, ne, Trainer. Herr Sauerland ist auf diese Idee gekommen und damals bin ich neu, ich kannte nicht Schlumpf, dieses Musik, la 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 la. Und dann, wir kamen mit dieser Mütze in den Ring rein. Meine Gegner haben immer geguckt, haben gelacht. Aber dann, wo die Schläge bekommen haben, haben nicht mehr gelacht. Haben gesagt, die haben wirklich das unterschätzt. Aber war lustig für den Publikum und so. Und Trainer hat das auch mitgemacht, das war gut. Ja, meine Frau hat natürlich den entsprechenden Worte gehabt. Ja. Na, bei uns war wichtig, dass wir diesen ersten Weltmeisterschaftskampf siegreich gestalten. Ich weiß heute noch, vielleicht lebt er nicht so wie ich, wie er sich gefreut hat, in der Ecke lag. Und jetzt ist er auf einmal Weltmeister geworden. Das zu verkraften, war für ihn sehr, sehr schwer. Ja. Wir müssen aber heute, ich muss fairerweise sagen, immer wieder, diese tolle Zusammenarbeit mit Herrn Sauerland, der hat mir unheimlich vertraut, muss ich sagen. Das ist ja nicht nur Arthur Abraham, der größte Ding habe ich mit Otke gemacht. Ja, und er hat mich vertraut, wo ich sicherlich gezittert habe. Ne?
dass Ottke mit 13. Kampf, der nun schon viel Amateurerfahrung hatte. Und er, das ist natürlich immer ein Volkserlebnis. Uli, du redest zu lange, merkst du, ne? Kommt immer der Zeitnehmer. Ja, gut, wenn er mit mir einlässt, dann müsst ihr das schon mit in Kauf nehmen. Ja? Trainer, ich bin hier, Sie brauchen nichts tun, ich mache alles für Sie, keine Sorge. Der Trainer erklärt, der Boxer erklärt das. Das ganz kurz noch eine Frage jetzt. Weil, guck mal, ich bin ja erst seit 10 Jahren überhaupt im Boxen. Ich habe früher im Boxen nichts am Hut gehabt und also ich habe natürlich früher auch mal Maske geguckt und Schulz und Tyson und so, aber mein prägendstes und erstes Erlebnis, wo ich so nicht weggucken konnte, war dein Kampf, der erste Kampf gegen Edison Miranda, der Blutkampf, der legendäre. Ja, das war so, ich schalte ein und ich wollte es nicht sehen, habe weggeschaltet und musste mal wieder zurückschalten, weil ich wissen wollte, ob du das durchhältst, ob das weiter, wie das weitergeht. Wie ist der Kampf in Rückschau für dich und was ist da passiert mit dir und auch dann vermarktungstechnisch später? Ja, wenn man so denkt, dann ist alles leicht, aber in diesem Moment, ich habe in der 4. Runde meinen Kiefer gebrochen und dann irgendwann, ich habe doppelten Kieferbruch gehabt, ich weiß nicht, wann das passiert ist, aber ab 4. Runde war gebrochen. Ich sage zu meinem Trainer, irgendwie mein Kiefer ist gebrochen, und sagt, ach, ist gar nicht gebrochen, deine Zunge hast du gebissen, weil ich habe schon geblutet. Und dann ich sage, doch, Trainer, ich habe gebrochen. Er sagt, nein, ist nichts gebrochen, wenn ich sage, wir boxen weiter. Okay, sage ich, boxen wir weiter. Dann haben wir weiter geboxt, aber dann habe ich angefangen richtig zu bluten und dann, ich konnte nicht mehr so, das ging alles in den Magen rein, den Blut, und dann war es schon ein bisschen schwer. Und dann, aber wir haben zusammen geschafft, wir haben geboxt 8 Runden und dann haben wir gewonnen, aber war schon ganz schön schwer, wurde einmal geschlagen, zwischendurch hat er mich mal getroffen und so, und dann wo gebrochen war, weil ich habe keine Muskeln mehr gehabt und dann konnte er nicht so richtig halten und dann hat richtig gewackelt und so. War schon ein brutaler Kampf, aber wir haben gewonnen, egal, wir gehen durch dick und dünn, passiert. Uli, wie war das für dich, vielleicht auch einer der schwersten Momente für dich als Trainer, deinen Boxer so leiden zu sehen und zu sagen, du musst da jetzt durch? Ich habe nicht gelitten. Also ich muss sagen, um jetzt mal fair zum Ausdruck zu bringen, ich habe ja mehrere Strafanzeigen gekriegt. An dieser Schwelle, da bin ich wieder auf den Seil gegangen als Trainer. Das kann keiner mitfühlen. Das muss ich allein entscheiden. Ich habe meinen Professor, den besten Ringarzt der Welt, festgehalten und hatte aber natürlich einen tollen Ringrichter, der mich beobachtet hat. Und er hat gesagt, ist gebrochen. Dann habe ich natürlich gesehen, dass es angeschwollen war. Wenn deine Gelenke gebrochen gewesen wäre, hätte ich ihn rausgenommen. Das habe ich ja schon mehrmals mitgemacht. Ich muss sagen, ich hatte damals auch dieses Vertrauen, dass er clever genug ist, gewisse Sachen zu überspielen. So, heute kann man ja erleichtert sprechen. Wer denn heute so ein Star? Die Frage, wer heute, Arthur Abraham, keine Sorge. Dafür hat der Trainer gesorgt und er hat es erlitten. Natürlich, um das abzuschieben, nur fürs Publikum. Ich habe Tage zu tun, ja. Mit mir in dieser Frage klarzukommen, ist normal. Heute ist er aufgrund dieser Sache ein Star geworden, hat er sich verdient. Und ich glaube, wie ich sagen soll, ich gucke mal neidisch auf sein, wie heißt das, dein Auto? Ja? Parari, ne? Trabi. Parari, ne? Ein Trabi. Aber ich muss sagen, er hat sich dafür, aber beide, wie er das schon im Ausdruck war, zusammengehalten. Und da bin ich stolz drauf. Sehr gut. Das ist ein Applaus wert, glaube ich, oder? Die Zusammenarbeit, die beiden wirklich durch dick und dünn gegangen. Jetzt hat der Trainer ein gutes Stichwort gegeben. Du bist danach eben wirklich zum absoluten Superstar geworden. Du warst im Mittelgewicht quasi unbesiegbar, dann der Aufstieg Super Six geboxt, dann Super Mittelgewicht wieder Weltmeister geworden. Alles erreicht, über Geld spricht man nicht, aber ich vermute mal, du bist durchs Boxen auch, ja, hast du gutes Geld verdient und bist inzwischen auch Geschäftsmann. Wir sehen hier deine App, dein Fitnessprogramm unter anderem, das eine von mehreren Sachen. Wie schwer ist denn das zu verbinden, Geschäft und das Profiboxen auch weiterhin? Ja, natürlich, man denkt auch nach der Boxkarriere, ist noch eine Karriere, aber für mich, Gott sei Dank, ich bin vom Finanziellen abgesichert und dann
Aber das, dieses Fitness-DVD haben wir mit Sat.1 gemacht und das ist auch gut. Aber Geschäft, wenn man Geld hat, denkt man nicht mehr so viel an Geld. Das kommt schon automatisch und ich habe ein gutes Team und mein Team steht immer hinter mir, sportlich und außerhalb vom Sport. Und ich bin ein abgesicherter Junge und ich lebe sportlich. Ich hab in meinem Leben nichts was Besonderes gemacht. Also was, auch wenn wir Geld verdient haben, wo haben wir Geld ausgegeben? Wenig. Man kauft ein Auto vielleicht oder ein Haus und das war's. Und dann ich lebe ganz normal. Wir sind nicht so wie die Amerikaner, kaufen irgendwelche Sachen oder so. Wir leben ganz normal in Deutschland. Ein bisschen Geld für Essen, ein bisschen für Urlaub oder für die Familie. Das war's. Wir leben ganz normal. Und deswegen, es reicht. So, wir haben den Gong gehört. Wir müssen nochmal in die Werbung gehen. Wir müssen nämlich auch ein bisschen Geld verdienen. Nicht nur Boxer, sondern wir auch. Deswegen gehen wir ab an die Werbung und danach hören wir die Geschichte von einem Mann, der hat es genau andersrum gemacht. Arthur hat mit Boxen Geld verdient. Der Kollege, der gleich kommt, Mario Daser, hat vorher Geld verdient, will jetzt Boxer und Weltmeister werden. Sind wir sehr gespannt. Gleich nach der Werbung geht's weiter hier aus dem Mercure Hotel Moa Berlin.